Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns eine neue Demo an, und zwar von Train Planet, der Ultimate Train Simulator. Frisch auf Steam erschienen zum Start von dem Video, ist von Fishing Planet LLC entwickelt worden, oder wird entwickelt, besser gesagt. Die machen auch das gleichnamige Spiel, Fishing Planet. Das gibt es kostenlos auf Steam, schon seit 2015 und relativ erfolgreich. Ist, soweit wie ich das sehen kann, das einzige Spiel, was sie bisher gemacht haben. Die machen das so ein bisschen auf Dovetail Games Style mit unglaublich vielen DLCs. Ich glaube, es sind jetzt, lass mich nicht lügen, an die. Jetzt ist die Musik weg. Ja, steht's denn jetzt hier? Das sind 57 DLCs und dafür zahlt man momentan, wenn man die alle kaufen würde, um die 1200 Euro. Also, nur damit ihr schon mal wisst, mit was wir es hier zu tun haben. So, der Simulator wird dann, es ist nur die Vermutung, ne? Vermutlich auch in die gleiche Richtung gehen, dass es dann da sehr viele DLCs entsprechend geben wird. Es gibt ja schon so Andeutungen hier in dieser Demo diesbezüglich. Okay, was haben wir denn momentan? Also, wir haben hier diesen Journey Mode, wir haben den Szenario Modus, wir haben die BR218 und die BR186 momentan zum Fahren. Wir haben auch Geld, 10 Millionen Credits, I guess. Unser User-Profil, was wir nicht bearbeiten können in der Demo. Dann haben wir hier diese Qualifikationen. Da können wir noch mehr freischalten. Mal schauen. Da heißt es, wir müssen hier noch Diesel-Lokomotive 0 freischalten. Es ist so wie noch einiges geplant hier. Okay, die Musik ist ein bisschen nervig. Ich kann die auch nicht einstellen in der Demo. Die ist, wie sie ist. Wenn man hier die Lok ausgewählt hat, kann man hier auch auf Service gehen. Und dann, ja, ist die Idee, dass man halt quasi immer wieder mal hier technischen Service machen muss. Oder man kann sich auch hier Sachen kaufen. Ich mache das einfach mal Owned. Wegpads Install. Okay. Replace. Machen wir mal Transmission. Machen wir mal zwei Gänge. Komm, bei. Dann sag mal Install. Also wenn, dann holen wir schon mal das Geiste, ne? 2700. Ich würde mal das hier kaufen. Wir haben es ja. Install. Cooling. Das da kaufen. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich schon einen Effekt hat. Premium Diesel. Premium Diesel Oil. Ja, natürlich. Alles Premium bei uns. Air Compressor. Ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied. Batterie. Da gibt es Unterschiede. Okay. Machen wir die große. Install. Ja, das ist alles noch ziemlich early hier. Wir werden es dann auch im Spiel sehen. Da funktioniert noch so einiges nicht. Also vom ultimativen Train Simulator sind wir hier noch, stand diese Demo noch sehr weit weg. Okay, wir machen die 218. Wir sagen mal Journey. Die Einführung würde ich nicht machen. Wir können hier verschiedene Sachen freischalten. Also sie nehmen wir mal. Also es sind halt auch keine sehr langen Strecken momentan. Aber das ist doch nicht so viel. Ich würde mal sagen, wir machen Köln-Düren, wäre das was vielleicht? Hier Stops. Oder machen wir Düren-Aachen. Machen wir hier mal bei. Ja, und Start. Und dann geht's rein. Ach ja, wir haben ja auch noch Motion Blur, was man auch nicht abschalten kann. Noch nicht. So, das ist die ganze Steuerungsgeschichte. Die braucht man erstmal nicht. Also, Power K1, Train K8, 456 Tonnen, 227 Meter lang. Wetter, plus 18 bis 20 Grad, 31 Minuten wird das Ganze dauern. Schwierigkeit durchschnittlich. Okay. Na dann. So, da. Das ist unser Lok. Wir machen einen Kaltstart hier. Das heißt, wir starten mal Mödo. Da geht es jetzt gleich entsprechend ab.
Ach, das haben sie schon nett gemacht. So, dann Türen auf. Wir machen vorne die Lichter an. Du gehst nach vorne. Bremse ist dran. Und jetzt, das ist tatsächlich etwas, was ganz selten ist. Wir haben sowas wie eine Ebola, die tatsächlich funktioniert. Die läuft mit. Das ist ein Wahnsinn. Okay, mit C können wir nach draußen gehen. Ist ein bisschen laut hier. Das ist so quasi die Kamera hier so nebenbei. Können wir auch so ein bisschen rumgehen. Wir haben hier überhaupt keinen Grafikglitch. Das sieht auch in echt so aus. Kann man ignorieren. Fürs Erste. So, Boarding completed. Wir gehen mal wieder rein. So. Machen die Türen wieder zu. Man kann tatsächlich mit offenen Türen wegfahren. Gibt es aber entsprechend Strafpunkte. So. Es hat überhaupt keinen Blendeffekt hier. So, das ist im Startprogramm, wie er das so schön haben will. Ja, dann gehen wir hier mal. Maximum Schmackes. Was auch noch interessant ist beim ultimativen Train Simulator, der ist der Meinung, dass die BR 218 200 km/h fahren kann. Ja. Das will ich sehen. Also das höchste der Gefühle, ich glaube, das, was war das nicht? Die 210? Die ist, glaube ich, 160 gefahren. Aber ansonsten schneller als 140 wird es hier nicht. Ah ja. SIFA ist dauermäßig mit an, genauso wie die PZB. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass man das ausstellen kann. Man kann auch dieses tolle Interface, was man hier so rundherum hat, nicht ausblenden. Beziehungsweise habe es nicht hingekriegt. Man, links sehen wir, wie wir halt fahren müssen, also das gleiche, was auch hier die Ebola anzeigt. Dann ober uns haben wir das nochmal so ein bisschen grafisch dargestellt mit den nächsten Signalen, Geschwindigkeiten und Höhenunterschieden. Was eigentlich noch eine ganz angenehme Ansicht ist, und dieser gelbe Balken da, das ist quasi unsere Lok. Rechts Geschwindigkeitsanzeige, interessante Wahl, wo man dann auch nur eins sehen kann, wie die Bremsen eingestellt sind. Hm, sagt er mir, da wäre noch was drin. Das wird schon passen. Dynamic Brake, dann haben wir noch Brake Pressure da unten, farblich, und da unten. Das ist, glaube ich, soll die Zugkraft sein. I guess. Let's start train brakes training. If you don't need it, press this da. Wie kann ich denn das? Ich habe eine Schweizer Tastatur, ich glaube, er nimmt das nicht. Keine Ahnung. Okay. Krieg die Meldung nicht weg. Ich drücke die Taste. Ich habe so eine Taste mit dem Symbol. Egal. Bleibt das halt die ganze Zeit da unten drin. Also das Tutorial per se habe ich eigentlich schon gespielt. Aber es kommt trotzdem jedes Mal wieder. Okay, gehen wir mal raus. Überhaupt nicht laut hier. Ich meine, unser Zug schaut ja per se nicht so schlecht aus. Die Drehgestelle sind so ein bisschen am Rumzittern. Aber über das kann ich erstmal hinwegsehen. Aber abgesehen davon, ja, Sound ist auch soweit okay. Das Modell, ja, ich meine, wir haben jetzt hier noch unsere Glitche. Keine Leute hier drin. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen. Es ist jetzt mal kein so schlechter Start, würde ich jetzt mal sagen, aber da muss noch sehr viel Entwicklungszeit reingehen in den Simulator, bevor das der ultimative Simulator ist. Also mit
Train Sim World, TS Classic und auch Simrail noch nicht wirklich zu vergleichen. Das ist noch sehr in den Kinderschuhen. Es soll irgendwann in Early Access rausgehen. Auf der Steam-Seite steht nur bevorstehende Ankündigung. Stand der Aufnahme. Aber ich gehe mal davon aus, irgendwann in dem Jahr kommt dann Early Access. Ich hoffe, die gehen dann wirklich offen auf die Community ein. Vielleicht sogar auch mit Editor und Co. Das würde ihnen echt helfen. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Das ist jetzt noch sehr frühes Stadium. Zuerst dachte ich, es ist irgendwie ein richtiger Trash, was hier rauskommen soll, oder eine Farce, aber es hat schon was. Achso, das will ich euch vielleicht mal kurz zeigen. Klingt wie ein Schiffshorn. Also, da müssen wir noch dran arbeiten. So, was haben wir denn hier? Also der ist schön am Mitlaufen. Langer wie 0009. Aha. 155. Escherweiler Hauptbahnhof um 9.16 Uhr ist die geplante Ankunft. Da haben wir noch ein kleines Stück. So, die Anzeigen funktionieren auch. Beziehungsweise hier wird es teilweise wärmer. Und hier bei den Drehzahlen, der ist direkt auf das eingestellt, was man halt hier mit dem Rad einstellt. Das jetzt geht sofort mit. Also es ist nicht so, dass er langsam nachzieht. Das sind halt Details. Ja, aber ansonsten Führerstand habe ich jetzt nicht sehr viel zum Meckern. Schaut euch mal die Lok oben an. Die ist jetzt aber der Steigung so mitgegangen. Ja, also wäre noch ganz cool, wenn man das Interface hier ausblenden kann. Aber das, also ich muss schon sagen, dass wir hier so eine Ebola haben, das ist schon sehr nice. Das haben die großen Spieler bis heute nicht hinkriegt. Was soll eigentlich das hier sein? Ich vermute mal, das ist hier noch nicht so ganz fertig. Wir haben doch... Ja. Ich würde jetzt mal behaupten, die machen das so ähnlich wie Simrail. Haben hier einen Großteil generieren lassen. Was grundsätzlich ja nicht verkehrt ist. Solange alles rund um die Eisenbahn einigermaßen normal aussieht. SIFA. So, langer Weg hier. Also wie authentisch die Strecke hier ist, kann ich das nicht beurteilen. Kenne ich ihn echt jetzt so nicht. Aber es wird garantiert Zuschauer geben, die die Strecke kennen. Und dann sagen können, wie authentisch das aussieht. Ja, da geht es irgendwo eingleisig weg. Und 7,4 Kilometer noch. Ach ja. Ich spiele es jetzt auch nicht auf der größten Grafik-Setting, denn die 4090 fängt hier bei dem Spiel ein bisschen zum Schwitzen an. Ja, also performance-technisch braucht es dann hier entsprechend auch noch Verbesserungen. Aber es ist halt super, super, super Early-Status von diesem Simulator. Ich frage mich dann, ob wir, nachdem wir die Fahrt hier gemacht haben, eine andere Lok freischalten können. Oder ob ich dazu erst alle Fahrten fertig machen muss. Super. Leider Gottes hat es keine Passagieransicht.
Wir sollten in den Einstellungen auch ein Setting für Railway Traffic, Road Traffic, Passenger Traffic. Das habe ich mal angemacht. Aber irgendwie scheint er das noch zu ignorieren. Also wir sind hier für uns komplett solo unterwegs. Was natürlich auch nur nett wäre, ist, wenn hier dann auch nur Sonderaufgaben kommen mit Rangieren, Rettungszug etc. Also dass es nur stumpf von A nach B fahren ist. So Wünsche für die Zukunft. Wäre eigentlich auch für Simrail spannend. Sonderfahrten. Südre. Eschweiler Hauptbahnhof. 16 und 17, eine Minute. Kriegen wir hin. Ja, unsere Geschwindigkeit. 105 langsamer werdend. Bin ich mal gespannt, ob die PZB dann abgeht. Und dann kommt 80. Das sieht ein bisschen disused aus hier. Oder nicht fertig modelliert. Beides noch möglich. Ja, also in der nahen Umgebung gibt es noch sehr viel zu tun. Aber ich guess, das ist momentan noch nicht so die Priorität, sondern die Strecke an sich und Zollmaterial. Da ist nichts gekommen. Du, ey, mal bremsen bitte. Sag mal, bremst du? Hallo, Bremse? Ah, ich hab die falsche Bremse genutzt. Ah, was war denn das für ein Hotkey? So geht denn das jetzt nicht mehr? Ist die Zugbremse, das dynamische? Ah, jetzt! Okay, sorry. Da möchte ich jetzt ungern drüber schießen. Ach, das sind die Bremsanzeigen da unten. So, das war jetzt dezent zu früh. Gut, bin auf. Und hier bitte wieder lösen, Dankeschön. Fährt du da einmal rein. Und wir sind vor der Zeit. Komm mal raus. Hopp. Ich glaube, das sind die ganz neuen Wagen. Cool. Wir können mit der Kamera hier rein. Aber ist sogar innen einigermaßen gut modelliert. Okay. So, alles gleich hier. Oder einigermaßen gleich. Warum ist das hier nicht an? Was soll das? Also auch wenn ich jetzt da vorne hingefahren wäre, sind wir ein bisschen zu lang. Also so ein bisschen. Schade, da steht auch nichts dran. Erste Klasse. Ist alles erste Klasse? Ich vermute mal, die haben...
Ich vermute mal, die haben jetzt einfach mal das Modell hier fertig gekriegt. Dass einfach nur alles die erste Klasse jetzt erstmal ist. Und das andere Wagen dann später kommen werden. Alles sehr, sehr early hier. Ist eigentlich schade, dass wir hier so Texturfehler drauf haben. Kann ich in die Locke? Geil. Das geht ja auch. Okay. So sieht es also von innen aus. Die Bremsen sind schon mal nicht simuliert. Naja. Wollen wir mal nicht zu streng sein. 50 Sekunden noch. Wenn man spaßig ist, kann man jetzt auch die Türen auf der falschen Seite aufmachen. Ah nee, das lässt du mich gar nicht. Schade. So, Heilendorf. Und dann heißt dann auch schon Aachen. Geht ein bisschen nach oben hier. Sekunden noch. C. Hä? Warum konnte ich die Tür nicht zumachen? Was ist denn das jetzt? Hallo? Also ich kann die Link... Hä, was soll denn das jetzt? Also links geht, aber die rechten... Hä? Was ist der Hotkey jetzt für die rechte Tür? Das war jetzt die Kamera. Was macht das hier? Ach, das ist Sanden. Ach, Z. Okay. Mit Z geht es, aber warum auch immer ich da jetzt nicht klicken konnte. Was soll's? Bremse lösen. Oh, jetzt habe ich plus 1 kassiert. Nee, nee, nee. Abnormal Lokomotiv Usage. Haha, okay. Ich werde dafür bestraft, wenn ich sie ärgere. Interesting. Ja, was ist mit der Bremse los? Haben wir es jetzt? Dynamic Brake ist auf 1. Hm. Ich würde mir ja gerne das Tastaturlight nochmal angucken, aber wenn man fährt, dann geht es nicht. Da kommt man nur in das hier. Leider. Kann ich eigentlich hier auch so ein bisschen rumgehen? Oh ja, Tatsache. Mal hier ein bisschen rumspielen. Ich auch hier so rein? Na, hier wird blockiert dann. Okay. Rauf, runter geht auch. Ja, ich denke mal, da wird sicherlich noch mal Jahr, zwei vergehen. Bis es dann konkurrenzfähig ist mit anderen. Aber immerhin noch ein neuer Player als Konkurrenz zu Dovetail Games. So, was haben wir hier? Oh, eine
klar. Dann wollen wir schauen, passiert der hier? Ja. Sechs Kilometer noch. Schräg. Müssen wir schauen, ob es auch einen Güterzugdienst hier gibt. Aber hey, immerhin nicht komplett leer. Aber dass alles hier so überblendet ist. Ich hätte es gerne ein bisschen dunkler. Sieht man ja nichts hier. Interessanterweise wird es besser, wenn man draußen ist. Aber es ist einfach zu laut hier. Denke ich mal, hier so rüber gehen. Ja, also ich glaube, auch die Gleise sind teils generiert worden. So wie das hier aussieht. Ja, das hat ziemlich Simrail-Flair hier. Also wie es am Anfang gewesen ist. Ist klar. Okay. Boah, rein in die Lok. So, da sieht man schon Eilendorf, 3 Kilometer noch. Das schaffe ich aber nicht pünktlich. Es ist auch ziemlich random, das Gleis da. Okay. Okay, 1,6 Kilometer noch. Lass mal rollen hier. Die Zeiten sind jetzt eh auch schon egal. Ja, ich drück ja schon. Jo, Plattform. Ach, das ist wieder so eine. Die ist aber zu kurz. Ja, da habe ich mich jetzt aktiv verbremst. Und da fahren wir jetzt noch ein Stück vor. Keine Glanzleistung.
Gut. Einmal aufmachen, bitte. Dankeschön. Ja, also nur so ein Müh zu lang. Oh, interessant. Das ist ein interessanter Aufgang hier. Es ist aber nicht barrierefrei hier. Haben wir da eigentlich... Warte mal. Die schauen authentisch aus. Okay. Das auch nicht schlecht. Oh, ja. Ist besser mit reingehen. So, ich sollte eigentlich weiterfahren. Diddle, rein hier. Z war das jetzt diesmal, genau. Wow! Ich krieg Abzüge für zu spät sein. Da tut mir leid. Erst mal zu früh, jetzt zu spät. 39, ja, das wird nichts. Sag mal, Bremse, kannst du dich mal wieder beruhigen? Das wäre ein dezenter Bug hier. Fängt ihr schon wieder an, das ist wie in TD2. Die Bremse braucht ewig, bis sie da mal aufhört. Ja. Haben wir es jetzt? Fängt halt schon wieder an. Oh, ne, halt. Ja, aber so ist. Dann lassen wir sie einfach machen. Wollen wir noch kurz gucken. Moment, das funktioniert. Tatsache. Cool. Oh, die Drehgestelle werden schlimmer. Komm, sag ich, es hört wieder auf. Ah, das muss so. Also wenn man jetzt die SIFA hier abstellen könnte, das wäre noch irgendwie geil. 120. Ja, da sind wir noch weit entfernt davon. Aber wenn es der ultimative Simulator werden soll, dann muss hier auch eine FDL-Option hier rein. Eine FDL. Also wenn die PCB jetzt dann nicht schreit, dann weiß ich auch nicht. Signal 100. Und dann ich auch hier drin 60. 70.
die Gleise hier. Da gehen wir aber noch mal ran. Ja, ja, ich bin schon am Bremsen, keine Sorge. Also ich glaube, die PCB ist wirklich nur Zierde momentan. Oh, jetzt macht er wieder dynamische Bremse. Ach du. Hallo? Warum? Was soll denn das? Jetzt geht die Hotkeys dafür wieder nicht mehr. Ah, wie dumm ist das denn? Ja, bitte anhalten. Okay, also das mit den Hotkeys und der Bremse, das ist ultra kacke. Aber okay, wir haben es jetzt geschafft, wir sind da. Meine Türen aufmachen. Mal ganz kurz den Bahnhof hier geben. Ich will ja nichts sagen, aber... Der Bahnhof wirkt etwas zu klein. Dass ich das mal sage, aber... Ich glaube, es stimmen ein bisschen Proportionen nicht. Das wirkt nicht richtig. Okay, und damit wäre es fertig. Ja, das wäre mal Teil 1 von der 218. Ich würde sagen, in einem nächsten Video schauen wir uns noch die Elektrolok an und eventuell können wir noch ein bisschen mehr freischalten, aber ihr seht, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Die Demo ist kostenlos auf Steam. Verlinkung ist in der Videobeschreibung. Eure Meinung gern in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann bis bald. Gute Fahrt.